Und wir sind begeistert als Europäer und als Freunde unseres unmittelbaren Nachbarlandes Italien. Italien hat eine neue Präsidentin. Herzlichen Glückwunsch, Silvio Berlusconi! Hey. Und zwar. Berlusconi, nicht verwechseln mit dem, was ich für 2 Mark am Bahnhof kaufen. Die Flasche? Nein. Also, Sie wissen, die Wahllokale in Italien haben ein bisschen länger aufgehabt. Bis 4 Uhr morgens. In Italien, das wusste ich auch nicht, herrscht Wahlpflicht. Ja? Man muss wählen gehen. Und deswegen eine sensationelle Wahlbeteiligung von über 80%. Die Wahllokale waren so voll. Viele Leute wurden gefragt, Entschuldigung, habe ich Sie reserviert? Und Sie wissen alle, wer der neue Präsident ist, Silvio Berlusconi. Kein armer Schlucker, wie zum Teil bei uns die Jungs im Bundestag, die einem leid tun können. Er hat ein bisschen was gespart, er hat hart gearbeitet sein Leben lang, viele Überstunden gemacht, oft Sonntagszulage gekriegt. Sein Vermögen aktuell 26 Milliarden Mark. Das ist eine 26 mit 9 Nullen, habe ich recht? Ja, eine 26 mit 9 Nullen. Und ich glaube, die beiden Cousinen von Schröder aus dem Osten werden sagen, schade, dass wir nicht mit ihm verwandt sind. 26 Milliarden. Das ist fantastisch. Er hat es überhaupt nicht mehr nötig zu arbeiten. Es ist das deine Reiche. Er schläft jeden Tag in einem anderen Schloss. Frühstück in einem Schloss mit 48 Zimmer. Mittagessen mit 60 Zimmer. Abends mit 120 Zimmer. War jeden Tag auf deiner Yacht. Er macht es, weil er sein Land liebt. Das wünsche ich mir auch mal in Deutschland. Ein Politiker, der es nicht wegen der Geldgier macht. Sie wissen, die Politiker bei uns nur wegen der horrenden Summen, die zu verdienen sind. Der Bundeskanzler verdient 23.000 Mark im Monat. Unglaublich, oder? Das sind Summen. 23.000 Mark im Monat. Die Geldgier hat ihn in diesen Job getrieben. Aber er macht es gut. Er macht es gut. Er macht es gut. Aber Senor Berlusconi. Wir sind ja nötig. Mein Gast heute Abend verdient 10 Millionen Mark pro Tag, denn er arbeitet beim reichsten Sender der Welt bei RTL. Er ist der ungekrönte Talk-König am Nachmittag. Er hat jeden Nachmittag 170% Einschaltquote. Seine Zuschauer bestehen ausschließend aus 1,80 Meter großen, vollbusigen Supermodels unter 18 Jahren. Deswegen hat er auch einen 4000-Jahres-Vertrag bei RTL unterschrieben. Der Sender wird ihm morgen geschenkt, meine Damen und Herren, und er wird österreichischer Ehrenbürger. Heute Abend bei uns Oliver Geissen. Sind Schalke-Fans heute hier im Studio? Ja? Ja? Ein schönes Gefühl. Zweiter ist auch nicht schlecht. Und? Und dazu kommt ja dann noch Vize-Pokalsieger in Berlin. Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, Sie wissen, wir haben hier bei uns im Studio Wetten laufen. 20 Mark Einsatz. Ich habe getippt auf Schalke 04, Deutscher Meister. Wirklich. Herr Andrak, der gleich kommen wird, der ist noch im Schlammbad, um sich fit zu machen. Herr Andrak hat getippt auf Borussia Dortmund. Ja. Und Schalke hat ja gegen einen Spitzenclub verloren, gegen meinen eigentlich heimlichen Lieblingsclub, den VfB Stuttgart. Ich sage nur Balakow. Und wir erwarten von den Bayern jetzt das Double, Meisterschaft und Champions League. Ich habe heute gelesen, die Bayern sind so heiß, sie haben eine Woche lang jetzt Zeit, sich vorzubereiten. Und ich glaube, wenn es den Bayern gelingt, und niemand zweifelt wirklich daran, dass sie Deutscher Meister werden und Champions League-Sieger, dann wird es mich nicht wundern, wenn es in 9 Monaten heißt, Franz Beckenbauer, Vater von Zwillingen. Eine Umfrage. Vielen Dank. Das tut gut, dieser therapeutische
Beifall, dieser pädagogisch wertvolle Montessori-Beifall. Vielen Dank. Eine Umfrage hat ergeben. Was glauben Sie, in welcher Stadt leben die klügsten Menschen in Deutschland? Nein. Berlin! Wer kommt aus Berlin? Ja. Berlin. Wer? Sie? Sie kommen aus Berlin? Ja. Berlin sind die klügsten Deutschen und ganz am Ende der Skala sind, natürlich auch noch wahnsinnig intelligent verglichen mit dem Rest Europas, aber nicht so intelligent wie Berlin sind die Sachsen. Manche wissen nicht mal mehr genau, wie viel Miete sie bezahlen müssen. Ja? Berlin ganz vorne, Moment. Und wissen Sie, wer der allerklügste Berliner ist? Das ist der, der Millionen scheffelt, weil er bei RTL Fragen an dumme Sachsen stellt. Könnte ich mal so anrufen? Ich habe mich gefragt, wenn die Berliner so schlau sind, warum leben sie dann noch dort? Und es war. Einige Herrschaften fühlen sich jetzt ein bisschen pikiert, oder, gnädige Frau? Ich hab's gesehen. Sind Sie Berlinerin? Nein. Wo kommen Sie her? Aus Dortmund. Platz 2 oder Platz 3 in der Meisterschaft? Platz 3. Ihnen ist es sowas von wurscht. Sehr sympathisch. Und Ihnen? Auch. 3. Ihnen auch wurscht oder eher scheißegal? Platz 3. Platz 3, Platz 4, Platz 5, Platz 6, Leverkusen. Mit dem Mann, der noch 2 Jahre Vertrag hat, Hans-Hubert Fuchs. Das war die Straßenumfrage, ja? Es waren ganz einfache Fragen in Berlin. Wie macht man Döner? Wie kocht man Crack? Wie streckt man Heroin? Und wozu sichert man ein Gewehr? Okay. Ja. Dann. Sie wissen, wir haben eine Woche Zwangsurlaub gemacht, auf Befehl von Sat.1. Ich selber habe einen Fortbildungskurs gemacht im Teutoburger Wald, auf Befehl von Sat.1. Moderation und Gästebegrüßung Stufe 3. Und wir haben uns ein bisschen geärgert, denn viele Prominente wissen, dass sie sich mit Äußerungen zurückhalten müssen in Zeiten, in denen wir nicht hier abendlich zum Dienst antreten. Und wieder haben 2 Damen sich nicht an diese Vorschrift gehalten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Während unserer kurzen Abwesenheit vom Fernsehschirm mussten wir unter anderem zusehen, wie sich 2 Damen der Boulevardprominenz mit brisanten Themen auseinandersetzten, die eigentlich uns vorbehalten sein sollten, beziehungsweise einer angemessenen Nachbearbeitung bedürfen. Zum einen äußerte sich Doris Schröder-Köpf abwertend über das Sexualverhalten afroamerikanischer Mitbürger und unterstellte ihnen eine erhöhte Schnackselhäufigkeit, was im Weiteren zu erhöhten AIDS-Virus-Infektionen führen würde. Bekundungen, dass in südländischen Gebieten gerammelt wird, wie bei den Hasen, dürfen grundsätzlich nicht in der produktionsfreien Zeit der Harald-Schmidt-Show veröffentlicht werden. Des Weiteren besitzt Gloria von Thurn und Taxis die Frechheit, dem deutschen Volk Vorschriften über Kindererziehung zu machen. Das kann nicht ohne Strafverfolgung geschehen, da gerade Deutschland über eine Vorzeigejugend verfügt, die sich Grundsätze wie Glaube, Sitte und Heimat auf die Fahne geschrieben hat. Nee, Moment, das war jetzt andersrum. Die Köpf hat das mit den Blaren gesagt und die Thurn und Taxis war das mit den Schwatten. Stimmt, ist ja noch schlimmer. Also, Fürstin Gloria, Sie sagen also, die dritte Welt würde mehr poppen. Die Harald-Schmidt-Show hat zu diesem Behuf eine streng wissenschaftliche Versuchsanordnung aufgebaut, um die Turn- und taxische These auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Man nehme 2 handelsübliche, knapp geschürzte Blondinen und einen prototypischen Schwarzen, so wie jeder deutsche Hochadlige kennt. In einem 2x2 Meter großen Raum werden nun die beiden blonden, unschuldigen Früchtchen eingesperrt. Und urplötzlich, wenn sie es nicht erwarten, wird der pechschwarze Mann aus der Savanne zu ihnen gelassen. Einen herzlichen guten Tag. Nach dem Turn- und taxischen Theorem dürfte es nur wenige Millisekunden dauern, bis sich der wilde schwarze Mann wie entmenscht auf seine wehrlosen Opfer stürzt und das hemmungslose Schnackseln beginnt. Doch wir müssen feststellen, unser Testschwarzer denkt nicht die Bohne an einen Versuch zur Begattung. Stattdessen rezitiert er sensibel und feinfühlig aus dem Œuvre von Rainer Maria Rilke. Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Doch halt, wir haben etwas vergessen. Laut Fürstin Gloria nimmt die Beischlafhäufigkeit exponentiell zur Außentemperatur zu.
Oder wie die Turn- und Taxis sagt, aber da, wo es wärmer ist, wo das Klima wärmer ist, schnackselt man noch lieber. Unsere Wissenschaftler erhöhen deswegen flugs die Temperatur auf feuchtschwitzige 35 Grad. Mal schauen, ob das schwarze Gebilde aus Muskeln und Samensträngen sogleich zur Beschälung übergeht. Nein, es ist zwecklos. Der Schwarze packt die leckeren Zuckerschnütchen einfach nicht an. Jetzt spielt er auch noch Cello. Ich fass es nicht. Das heißt, Gloria von Turn und Taxis, Sie haben gelogen. Einfach mal Bullshit erzählt. Erhöhte Schnackselhäufigkeit bei Schwarzen? Fehlanzeige. Alles falsch. Obwohl, warte mal. Ja, gut. Okay, ja, Sie haben doch recht. So, und jetzt zu Ihnen, Frau Doris Schröder-Köpf. Sie fordern eine strengere Kindeserziehung. Wieso fordern Sie nicht einfach wärmeres Wetter in der kalten Jahreszeit? Das hätte für noch mehr Schlagzeilen gereicht und vielleicht wäre Ihr Foto dann weltweit auf den Titelseiten gelandet. Seien Sie sich gewiss, wenn der Gerd seine Verwandtschaft abgefeiert hat, wird er sich bestimmt wieder mehr um Sie kümmern. Vielleicht, aber auch nicht. Das spannende Bundesliga-Finale, meine Damen und Herren, Sie wissen, ich habe es Ihnen gesagt, 20 Mark gesetzt auf Schalke 04. Ich glaube nicht, dass ich dieses Geld noch jemals wiedersehe. Herr Antrag hat 20 Mark gesetzt auf Borussia Dortmund. Wie kann man eigentlich 20 Mark auf Borussia Dortmund in dieser Spielzeit setzen? Naja, vor 3 Wochen sah es ganz gut aus und ich durfte ja nicht das tippen, was ich wollte. Ich wollte ja nur tippen, dass Schalke auf keinen Fall Meister wird. Ich durfte ja nicht auf Bayern und Dortmund tippen, habt ihr mir verboten. Ja, weil es wäre ja sozusagen das Geld irgendwie doppelt abgesichert. Ja. Ich meine, du hättest natürlich auch 20 Mark dann auf Bayern und 20 Mark auf Dortmund gesetzt, aber trotzdem. Ja. So sind ja die Chancen viel höher, dass du nicht gewinnst, weißt du, oder auch gewinnst. Hier, das ist die aktuelle Tabelle. Oh, ein schöner Satz, das ist, wenn mal ein Blick auf die aktuelle Tabelle war. Bayern München, 62 Punkte Vorsprung, nein, 62 Punkte, dann Schalke, Dortmund, Leverkusen. Leverkusen hat ein Schicksalsspiel, kann man sagen, also Berti Vogt, die Mannschaft nicht, aber Berti Vogt hat ein Schicksalsspiel in Gegen Bochum. Gegen Bochum, in zu Hause. Zu Hause. Da müsste ein Unentschieden möglich sein, oder? Na, ja, die verlieren doch alle Heimspiele, ich glaube, die verlieren. Das heißt, sie werden maximal Sechster. Ja, Freiburg kommt an Leverkusen vorbei, die gehen gegen Wolfsburg. Hertha kommt wahrscheinlich auch an Leverkusen vorbei, ja. Und nun ein Blick in den Keller der Tabelle. Auch toll. Ja. Ein Blick nun zu den Kellerkindern. Abgestiegen bereits Eintracht Frankfurt. Wir trauern diesem Traditionsbereich nach. Aber ich habe gelesen, Friedel Rausch über den bösen Menschen, das habe ich gehört von Poschi. Meinem neuen Sportidol Poschi, Posch, Posch, Poschi, Poschbeiß, Poschmann. Wolf Poschi Poschmann hat gesagt, es gibt Menschen, die sagen, Friedel Rausch ist ein Feuerwehrmann ohne Schlauch. Ja, weil er Frankfurt retten sollte. Moment, Moment. Und er hat gesagt, er bleibt in Frankfurt, weil er möchte als Sportdirektor den sofortigen Wiederaufstieg organisieren. Und das wird klappen, wie in Ulm. Und bei den Stuttgarter Kickers. Was ist mit Unterhaching? Auch endlich, auch hoffentlich noch den Klassenerhalt? Na, ich glaube, die gewinnen in Schalke und retten sich noch. Wirklich? Ja. Unterhaching gewinnt in Schalke? Ja, Schalke wird Dritter, Dortmund wird Zweiter. Nie, 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 nie. Hundertprozentig nicht. Ne? Schalke wird Dritter. Zu Hause verlieren gegen Unterhaching. Ja, die haben doch Angst. Unterhaching kämpft um ihr Leben. Wieso sollen die Angst haben? Das ist eine Mannschaft von Siegertypen. Ja. Ja, das ist, ich habe es gesehen. Mit bei Poschi, Posch, Posch, Poschbeiß, Poschmann. Michael Büskens im Selbstgespräch mit Thomas Linken. Sind Freunde geblieben, obwohl der eine bei den Kellerkindern und der andere um die Tabellenspitze kämpft. Wir haben übrigens festgestellt, dass Fußball und Kunst einander immer ähnlicher werden. Denn wenn Sie am Samstag das Superspiel gesehen haben, Bayern München gegen die Loser aus Kaiserslautern mit Andy, formerly known as Big Breme, und dem Sensationstor von Zickler, dann wird Ihnen aufgefallen sein, ein Bild, das ist in den Bereich Louvre gerückt. Das Bildnis 5 tollende Männer und ein Betender besticht durch seine allegorisch anmutende Diagonalkomposition. Die aquatisch-sinnlichen Formen und die präraphaelistische Atmosphäre schaffen eine prächtige Tapisserie, die von eurythmischem Gestaltungswillen geprägt ist. Offensichtlich werden wir Zeuge eines bizarren Fruchtbarkeitsrituals unter Sternzeltgliedern.
Sie versuchen, sich auf einer Wiese gegenseitig in den Po zu kriechen. In einigen Kulturen wird diese Form der Fürbitte praktiziert, um gesunden Nachwuchs zu sichern oder deutscher Meister zu werden. Der stämmige, kurzgewachsene Krieger im Bildvordergrund hat sich besonders viel vorgenommen. Mit einem kühnen Sprung scheint er gänzlich im Rektum des Gefährten verschwinden zu wollen. Währenddessen lobpreist der betende Moor die Götter des Dickdarms. Vielleicht ist aber auch nur sein Vertrag verlängert worden. Im Bildhintergrund wenden sich die blauen Antipoden angewidert ab. Einer muss sich gar vor Ekel erbrechen. Zurück. Bayern wird wieder Meister. Italia, Italia. Ich freue mich sehr, wenn Präsident Berlusconi, der neue Präsident von Italien, zum ersten Mal bei uns zu Gast ist in Deutschland. Mit ihm kommt Eleganz und Sie. Und das wäre bei uns eigentlich undenkbar, oder? Dass ein Medienunternehmer auch noch gleichzeitig Präsident ist. Ich meine, das ist ja vormittags Politik, nachmittags Medien, oft beides gleich. Es ginge nicht. Mhm. Wir haben eine andere Atmosphäre. Fängt schon mal da an, dass wir in diesem Sinn keinen Medienmogul haben in Deutschland. Dem drei Sender gehören, haben wir nicht. Und ja, das ist alles nur gibt's in Italien. Und schauen Sie, hier haben Sie das gesehen, das war die Wahlkabine, die ein bisschen später zugemacht hat. Und ich glaube, ich kenne das Geheimnis des Wahlsiegs von Signor Berlusconi. Schauen Sie bitte dieses Foto an, meine Damen und Herren. Und was fällt Ihnen hier auf? Der Pullover! Das ist das Entscheidende. Das ist der Hallo, ich bin eine Manne aus die Volke Pullover. Ich habe festgestellt, Berlusconi hat immer diesen Pullover an, wenn er sich besonders volksnah gibt. Ja. Und vergleichen Sie das bitte mit Strickwaren unserer deutschen Landesvertreter. Ja? Was müssen wir uns nicht alles an Kunstfaserstrickjacken reinziehen? An hastig zusammengeknüppelter Häkelware, die irgendwo hinten liegt und wenn es abends im Wahlkreis Paderborn kühl wird, wird das Jäckchen rausgeholt. Das hier ist eine italienische Pullover Spitzenklasse. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Signor Berlusconi sich den Pullover Mass stricken lässt. Oder ob er einfach irgendwo reingeht und sagt, Sie haben so geile Plakate, geben Sie mal einen Pullover her. Das haben aber viele Südländer, diesen Pullover. Ja, aber der sitzt doch wie eine Eins, aber er sitzt natürlich nicht zu stramm, er sitzt locker. Und deutscher Mann, achte bitte auf das Hemd, deutscher Mann. Das Hemd gehört in den Pulloverkragen. Der Hemdkragen gehört in den Pulloverkragen. Nicht so die Eckchen noch raus, von Mutti noch lang gezogen. Der Hemdkragen gehört in den Pullover. Das ist der Pullover. 900 Mark, würde ich sagen. Echt? Kaschmir. Würde mich nur wundern, über. Ich meine, 26 Milliarden, kann ich mal 1000 Mark für einen Pullover ausgeben. Ja, aber so ein Pullover kostet nicht mehr als 300 Mark, auch aus Kaschmir. Ja, weil du immer auf dem LKW kaufst, auf der Raststätte. Nein. 1000 Mark für den Pullover. Signor Berlusconi, 1000 Mark. 1000 Mark. Und ich sag dir, das wird natürlich für Kanzler auch nicht einfach, wenn so reiche Leute dann zu Besuch kommen in die Dachwohnung nach Hannover. Oh, buongiorno, schön habe ich Sie hier. Wohnt hier der Hausmeister? Das ist ja ein Sozialgefälle, wie sich das alles dreht. Oder jetzt plötzlich sind wir der arme Norden, der Mezzogiorno Europas. Signor Berlusconi kommt mit eigener Nacht, eigenen Hubschrauber, montags ein anderer für dienstags und so, nicht jeden Tag denselben Hubschrauber. Ist das Bild schon weg? Lass mich noch ein bisschen, bitte einmal. Dieser Pulli ist so toll. Können wir noch mal haben? Hier. Und das ist eine, ist das eine Wahlkarte hier? Ein Stimmzettel? Es gab 5 Stimmzettel und die werden zusammen, wohl zusammengefaltet, ja. Ja, nein. Und weißt du was, Signor Berlusconi ist ein Medienprofi. Ich habe es gesehen in Italien. Haben wir die Zeit im Fernsehen? Er ist ja jeden Abend im Fernsehen. Nicht nur in seinen Sendern, die ihm gehören, da sowieso, ja, sondern auch in den befreundeten Sendern. Und zwar, das habe ich gesehen. Das muss ich auch mal deutsche Politik angucken. Er hält das Mikrofon so, ja, und die rechte Hand unten. Und das Mikrofon hier wie angewachsen und nicht so wie, also ich möchte mal sagen, hier, warte mal, hier eine Politik und Steuern, aber auch Rente. Nein, und bei Volksnah dieser Pulli. 1000 Mark oder bei Möbelantrag für 300. Derselbe Pulli. 300 Mark Kaschmir. Wer weiß wo. Wollen wir weitermachen?
Bitte? Können wir ja morgen besorgen. Was können wir morgen besorgen? Können wir morgen besorgen. Was können wir morgen besorgen? Ja, ein Kaschmir-Pullover für 300 Mark. Nie im Leben ein Kaschmir-Pullover für 300 Mark? Ja. Also ich weiß, dass ich zu meinem Abitur auch so einen Kaschmir-Strick, so ein Kaschmir-Jäckchen, nicht Strick, bitte? Was ein Kaschmir-Strick? Naja, so ein Kaschmir-Jäckchen. Und das hat damals, ist jetzt ein bisschen her, aber hat 120 Mark gekostet. Da kann man nicht meckern, oder? Ein Kaschmir-Jäckchen für 120 Mark? Was ist denn ein Kaschmir-Jäckchen? Naja, also, so ähnlich, nur eben... Aus Kaschmir? Aus Kaschmir. Wie lange ist dein Abitur her? Für 120 Mark? Ja. Dieser Pullover kostet mindestens 1000 Mark. Naja, vielleicht dieser, aber man kriegt den auch so ungefähr für 300. Aber der sitzt nicht so. Der muss ja sowohl bei Siegesgesten wie bei Grüße an die Wähler. Ja, nein, das ist ja. Das muss ja. Der passt ja wieder eins. Hier. Ja. Balam, 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 balam. Hier, wir haben Post gekriegt vom Surkamp Verlag. Und zwar, Sie wissen, das neue Buch von Martin Walser, der Lebenslauf der Liebe, erscheint. Und wir kriegen es früher, weil wir in Urlaub fahren. Wir kriegen es, Frau Burgl C. vom Büro Dr. Unseld schreibt uns, wir kriegen es 11. 12. Juli. Sehr, sehr gut. Ich habe es heute gelesen. Mhm. Und in diesem Roman, die Hauptfigur Susi Gern möchte übrigens an einem Porsche beerdigt werden. Mhm. Ja. Und sie stellt fest, das ist für sie auch mal interessant. In Düsseldorf, wenn es regnet, alles volle Schirme. In Essen geht man zu mehreren unter einem Schirm. Hat man nicht gewusst. Ist doch unglaublich. Wenn Sie irgendwie aus der Stadt rausgucken und nicht wissen, wo Sie sind bei Regen. Viele Schirme, Düsseldorf, alle unter einem Schirm, Essen. In Porsche beerdigt werden. Ich vielleicht auch, aber mit Kaschmirjäckchen. Frau Burgl C. Hier, das ist ein Thema. Ich sag dir mal, ich mache immer montags diese Wette, ja, was ist wohl auf den Titelbildern bei Spiegel und Focus? Mhm. Und bei Focus war heute das Thema, über das die Nation diskutiert. Faszination Fahrrad. Sie wissen, die Fahrradsteuer soll erhöht werden. Der Eigenanteil an der Fahrradzusatzversicherung ist heiß diskutiert. Doris Schröder-Köpf möchte mehr Sättel auf den Rädern sehen. Und es ist ein Thema, das viele, viele bewegt. Und kein Wunder, dass unsere Freunde vom Informationsmagazin Focus weitere Titel dieser Art planen. Focus Titel. Faszination Fahrrad. Ich kann Fahrrad fahren, aber nur mit Stützrädern. Sonst lege ich mich voll auf die Fresse. Und das tut weh. Also das tut so weh, das ist unfassbar. Wer hat denn eine Diddelmaus-Klingel? Treten, treten, treten. Darum geht's doch. Das muss man den Menschen doch sagen. Faszination Fahrrad. Montag ist Fokustag. Und nächste Woche? Was ist mit Bollerwagen? Die sind doch voll prima. Bollerwagen. Jeder dritte Deutsche hat schon einen und es werden immer mehr Leute. Immer mehr. Wir zeigen ganz viele Bollerwagen, die auch ganz doll bollern, ja? Also es interessiert doch jeden, der ein Rad abhat. Faszination Bollerwagen. Montag ist Fokustag. Und die Woche drauf? Sackhüpfen liegt voll im Trend. Da gibt es viele Überraschungen. Wir haben 250 Säcke getestet. Man schlüpft in so einen Sack und hüpft. Das ist ein Urerlebnis wie eine zweite Geburt. Faszination Sackhüpfen. Montag ist Fokustag. Jede Woche. Wem von euch ist denn auch so heiß? Ja! Dann lasst uns doch mal richtig lüften, Mensch. Faszination Lüften. Montag ist Fokustag. Jeden Montag. Das Interessante ist, ich habe es gesehen im französischen Fernsehen und Antoine hat es auch bestätigt, in Frankreich gibt es jetzt auch Big Brother. Stimmt's, Antoine? Es heißt Loft Love. Liebe, Liebe im Loft. Und ich habe es gesehen, das ist toll, es ist sehr französisch. Es ist so dieses und eine lange weiße Tafel gedeckt und sie essen so mit Brot und alles. Und Antoine hat gesagt, bereits am zweiten Tag in Big Brother in Frankreich. Am zweiten Tag, es war aber abzusehen, wir sind die reinsten Tiere. Diese Franzosen haben ja Tiere in dieser Loft, das gibt's ja überhaupt nicht. Wie hießen eigentlich die Teilnehmer bei uns im Big Brother in der letzten Staffel? In der letzten Staffel? Ja, ich meine, der gerade zu Ende gegangen. Oh, da habe ich jetzt nur gelesen, dass die Gewinnerin wohl Carina heißt. Carina, die Gewinnerin. Ein schöner Name und wir gratulieren. Und gleich kommt der große Gewinner der großen Live-Sendung mit Big Brother jeden Samstag. Kein Wunder plant RTL, der reichste, beste und bunteste Sender der Welt, mit ihm eine große Samstagabendshow ab Herbst. Herzlich willkommen, Oliver Geissen!
Mir fällt immer wieder auf, du bist sehr gut erzogen. Wieso? Du wartest so lange, bis der Gast sich hingesetzt hat. Das sind so Rest, alte Schule. Das sind so Rest, na? Wie soll man sagen, Dingsbums. Manieren, die ich habe. Ja? Warten, bis der Gast sich setzt. Ist das bei euch bei RTL nicht mehr üblich? Doch. Doch, natürlich. Ja, mir fällt das gerade eben nur auf, weil mir passiert es öfter, dass ich nicht daran denke. Und dachte ich gerade eben so, Mensch, guck mal, der Schmidt. Und dann habe ich noch ein bisschen extra verzögert, dachte ich so. Ja, das ist auch teilweise, wenn ich ältere Gäste habe oder so, dann bleibe ich stehen und dann ist es schon gefährlich, dass man es irgendwie hinten in die Hüfte reinschießt. Du bist der eigentliche Gewinner, das haben wir schon letztes Mal gesagt, als du hier warst. Alle sagen, Big Brother ist jetzt vielleicht vorbei mit der dritten Staffel, aber Oliver Geissen ist natürlich aus diesem 3-4-Stunden-Marathon jeden Samstag als der große Gewinner hervorgegangen. Riesen-Einschaltquote jeden Nachmittag in deiner Talkshow. Was ist diese neue Sendung, die man mit dir plant? Oder darfst du nicht? Ich habe das gerade eben gehört. Ach, ist das gar nicht von so? Dir? Eigentlich nicht. Also ach so. Ich denke mal, dass sie vielleicht sich Gedanken machen, ob ich irgendwann eine andere Sendung noch bekomme außer meiner Talkshow. Aber ich weiß nicht, ob es Samstagabend ist oder Samstagvormittag oder. Der Samstagvormittag ist, glaube ich, stark im Kommen. Habe ich auch das große Familienshows. Aber weg ab bei Sat.1 ist natürlich auch eine Sache, die einen schon reizt. Ich glaube, um 8 oder so ist das nicht gefordert. Ja, und immer live natürlich. Von der evangelischen Kirche. Weg ab. Oder auch volle Kanne Susanne im ZDF. Gern genommen. 9 Uhr. Warst du schon da? Beim ZDF? Ja. Aktive Sterbehilfe? Nee. Was denn? War ich noch nicht? Nein, nein, nein. Du warst schon mal beim ZDF? Ja, eben. Deswegen kenne ich den Laden. Zusammen mit Andreas Türk? Mhm. Wart ihr zur selben Zeit da? Wir waren nicht zusammen, sondern wir waren gleichzeitig am gleichen Laden. Ja, wie war das? Hat man nicht genug für dich getan dort? Ach, wie war das? Ja, also eigentlich war es keine so schlechte Zeit. Man muss nur groß unterscheiden, glaube ich, zwischen den Unterhaltungsredakteuren und diesen Leuten, wo ich dann nachher gearbeitet habe. Das war diese Reiseabteilung. Reisesendung habe ich da moderiert und das war dann doch schon nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe auch schöne Zeiten da gehabt, aber es war dann nachher doch echt ein bisschen anstrengend. Ja. Aber du bist natürlich schon ein Diplomat jetzt, klar. Wisst ihr, wie behandelt mich bei RTL? Wie sie mich da behandeln? Ja. Nett, gut. Bist du RTL-Angestellter oder Endemol-Angestellter? RTL. Du hast einen Vertrag mit RTL. Ja. Das heißt, RTL stellt dich als Moderator bei, wie das so heißt, Beistellung für Endemol. Ja, genau. Was natürlich ganz angenehm ist, weil man ja nicht nur auf Formate vom Holländer angewiesen ist. Wobei die Sache oft leichter macht. Reden die dir rein, unsere holländischen Kollegen? Nö, überhaupt nicht. Also ich habe jetzt einmal mit denen nur zusammengearbeitet. Bei Big Brother war das und das war total geil. War super, also hat echt Spaß gemacht. Ja, okay, die dritte Staffel war natürlich vielleicht nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Was ist dein Eindruck? Geht's mit Big Brother zu Ende? Ja, ist er zu Ende gegangen gestern. Ja, gut, aber ich meine, es ist eine vierte Staffel geplant. Ja, geplant, aber kommt die das ist, ja, weiß ich auch nicht. Das ist ja alles so ein schnelllebiges Geschäft, die Medien. Wem sage ich das? Du kennst das ja auch. Und deswegen weiß ich nicht, ob das nochmal kommt oder nicht. Ja, also, du hast ja nun diese Menschen gesehen, die da aus dem Haus rauskommen. Und du hast ja Vergleichsmöglichkeiten, wie es in den vorherigen Staffeln war. Mein Eindruck ist, es interessiert die Leute nicht mehr so wie früher. Ja, das belegen ja auch die Zahlen eindeutig. Ne? Aber es ist natürlich so, es ist eine völlige Übersättigung. Wir hatten das mit den Talkshows dann auch. Dann gab es so viele Talkshows auf einmal, dass sie dann erstmal wieder ein bisschen gestutzt haben. Einige Kollegen haben dann gesagt, so, nee, das hat keinen Sinn mehr, die Quoten sind auch so schlecht. Der Sender sagt auch, das kommt uns entgegen, dann lassen wir das erstmal. Dann waren es, glaube ich, 12 Talkshows runterreduziert auf 8. Soll ich schon grüßen? Liebe, protestiert ihr deine Talkshow? Ja. Er macht das. Ja, macht er auch sehr gut. Aber deine Talkshow ist enorm erfolgreich. Ihr habt natürlich auch immer wieder neue Themen. Rentner, Hungern. Sex. Man hat, du hast einen gewissen Themenpool, aus dem du schöpfst. Und ich gebe dir natürlich recht, dass es da hin und wieder mal eine Doppelung irgendwann gibt in der einen oder anderen Sendung. Das haben wir auch manchmal. Aber ich merke das auch gerade bei uns, weil wir haben mich schon mal, als wir hier saßen, über das ZDF geplaudert. Und das freut mich, dass du auch so eine Doppelung da machst. Wir haben schon mal über das ZDF geplaudert? Ehrlich, ich sag dir das, ja. Das können wir nicht vorstellen. Und der Sender kam nicht gut weg dabei. Wie ist dein Gefühl? Geht's mit Big Brother zu Ende? Mummeltiertag, ja. Nee, aber das ist, also für dich selber läuft es glänzend. Und du machst es schön, sehr angenehm ist das, ja. Aber vor allen Dingen auch, was du, ja, als du mich gefragt hast, wie reden sie dir da rein, das tun sie nicht, das haben sie bis jetzt noch nicht getan. Aber es ist natürlich auch irgendwie angenehmer, jemanden arbeiten zu lassen, wenn die Quote einigermaßen stimmt. Und du hast es ja auch gestern bei den in Mainz auch gesagt, die Quote ist das irgendwie, was das alles entscheidend ist. Das ist gut, dass du das Stichwort sagst. Ja, ich weiß. Und zwar, hatten wir auch vorher so gesprochen. Wir hatten es vorher so gesprochen. Und zwar folgendes, es war eine sehr gebildete Dame in einem grünen Kostüm, die stand auf und die hat etwas gesagt, was ich noch nicht wusste. Na? Sie
hatte nämlich das Gefühl, dass das Fernsehen langsam immer kommerzieller wird. Ja. Ja, wirklich. Das ist meine Angst, dass auch im Fußball langsam nur noch um Geld geht. Und wenn das so weit ist, ja, möchte ich nichts mehr damit zu tun haben. Ja, aber ausgenommen, und die hat gesagt, Big Brother, da kommen diese Menschen ja aus dem Haus und Herr Geißen sitzt dabei und ein Mädchen soll so fertig gewesen sein und nach einer halben Stunde hättest du sie dann aber in Schutz genommen. Weil wer war das? Carina oder Anna oder? Jetzt von der, von der Schlussstaffel. Ein Mädchen war so fertig. War da nicht ein Mädchen so wahnsinnig fertig? Vielleicht hat sie auch die erste Staffel gemeint, oder? Wahrscheinlich, ja. Dalli, wie alt war sie denn? In den Jahren, die... Ja. Also in den besten. Nee, weiß ich jetzt nicht, wen sie gemeint haben könnte. Fertig, Carina, die Gewinnerin natürlich, die hat sich gefreut. Ja, also meinst du jetzt negativ fertig? Dass ja, negativ. Also wenn diese Menschen da in Mainz haben sich unglaubliche Gedanken über Big Brother gemacht. Das freut mich, ja. Ja, aber nicht, aber auch sehr, 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 sehr kritisch. Also dass da ja, da habe ich schon fast mit gerechnet. Ja. Ja, tun sie ja mit allen Privaten eigentlich, die auch gute Quote machen, dass sie sich dann Gedanken machen, wie man dem vielleicht entgegenwirken könnte. Negativ. Wie empfindest du diese Menschen, die da aus dem Haus kommen? Sind die fertig? Sind die happy? Wissen die, was mit ihnen geschieht? Ist es euch wurscht, wo sie enden? Also man muss auch unterscheiden. Also jetzt zweite und dritte Staffel kann natürlich keiner sagen, wir wussten gar nicht, was das ist. Oder Mensch, waren wir überrascht auf einmal. Weil die haben gesehen bei der ersten Staffel, was passiert mit Jürgen und mit Zlatko und sowas, ja, dass man schnell ein Star werden kann. Karim und... Aber auch zum Beispiel, dass es auch nach hinten losgehen kann, wie mit Manu zum Beispiel, dass man ja auch negative oder nach vorne Erlebnisse wie bei haben Alex kann. Und auch, richtig weit nach vorne. Ja. Nicht nur nach vorne. Und deswegen also kann von der zweiten und dritten Staffel keiner sagen, aber es tut auch keiner, Mensch, das ist ja doch ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Was interessant ist, viele Menschen sagen immer, die da drin waren, ich habe was gelernt fürs Leben. Ja. Die da drin waren? Ja, ja, ja. Und dann erzählen sie dir irgendwas. Ja. Und das ist wirklich manchmal, wenn man sich Gedanken darüber macht, so erstmal mit wenig Konsumgütern auskommen, weil die haben wir nichts da drin. Ja. Und halt eben mit Menschen sich zu unterhalten, die du normalerweise auf der Straße gar nicht ansprechen würdest, weil sie vielleicht ganz anders gekleidet sind oder so. Ja. Und das fand ich ganz interessant. Gut, hat mich an die Bundeswehrzeit erinnert. Ja, aber das haben ja wir so in unseren Shows auch, oder? Ja, ja, wir sitzen jetzt auch zusammen. Ja. Und dann war Gary Halliwell da in der letzten Jahr? Die war da, ja. Die war so. Gary Halliwell. Sag mal, hat die Bulimie? Ja, die hat 50 Kilo abgenommen. Ja, ich hatte sie auf dem Arm und hat sie, glaube ich, sie saß also auf diesen Händen, ja, auf diesen Händen mit ihrem Popo bei mir hier vorne drauf und sie war sehr leicht. Also, die hat doch glaube ich, abgenommen. Ja, oder? Sah nicht so gesund aus, fand ich auch. Nicht nur sportiv, es sah nicht sportlich aus, sondern wirklich schon fast ein bisschen nach Krankheit. Aber boah, muss man mal vorsichtig mit sein, wenn man sowas Nee, wir wollen nicht so schnell. Also, wir wollen hoffen, dass es nicht so ist. Das ist eine schlimme Sache. Hoffe ich auch nicht. Aber sie hat ja so wahnsinnig abgenommen. Dieser Kopf sieht aus wie so ein Warndreieck. Ja, vor allen Dingen. Nee, wirklich so. Vor allen Dingen. Das ist mir sehr auffällig, was gerade mit den Spice Girls so passiert. Ne? Ja. Mit dieser Victoria Adams, Posh Spice, die ist auch tierisch dünn geworden. Die andere wird von dünn auf einmal dick. Richtig. Melanie C. Ja. Und ja, nur die in der Mitte steht. Die und Gary Halliwell so. Macht natürlich, aber sie das Video gesehen, wo sie dieses... It's was raining ist das? Man. Ja, genau. Weather Girls, ich glaube, sie macht das sogar selber, oder? Oder sie ist wahnsinnig clever gedoubelt und ich habe sie ja nicht gemerkt. Das in dem Video, ja, das ist sie selbst. Das ist sie selbst. Ja, doch, ja, klar. Ja, sie ist schon. Man kann das ja noch schminken, habe ich mir erklären lassen, so Bauchmuskeln und sowas, dass man so ein bisschen Schattierungen macht und sowas. Wirklich? Ja, haben wir auch mal probiert. Mir fällt aber auf, du hast immer sehr flippige Klamotten an in dieser Sendung. So einen dunklen Anzug und so, meinst du? Nein, aber so, wenn du Big Brother machst, also kommt das so eine Stylistin, die dir was hinhängt, was empfiehlt, oder? Ja, das macht die Susanne. Susanne sucht das für mich so ein bisschen immer raus und findest du das lustig? So als Mann hat man ja nicht so viele Variationsmöglichkeiten. Ja. Du kennst das ja auch, einen dunklen Anzug und vielleicht mal ein buntes Hemd darunter oder so oder ein schickes weißes, geht ja auch mal. Nur, war nicht persönlich. Und deswegen denke ich manchmal schon, naja, was kannst du da noch machen, irgendwie außer immer einen langweiligen Anzug und dann vielleicht mal ein anderes Hemd. Und das ist immer aus der Hose, das ist nur eine Bequemlichkeit eigentlich. Hier bei dir ist es jetzt schön flauschiger, so 15-16 Grad, angenehm kühl. Aber manchmal ist es ja dann sehr warm in einigen Studios. Ja, in Hürth draußen so, die Spanier an allen Ecken und Enden. Das, sind, ja, so. Das ist ja wie bei Brücke am Quai, weißt du? Ich dachte immer, ProSieben sei der reichste Sender, hast du sonst immer auch erzählt. War. Weil du jetzt meintest, RTL. ProSieben war der reichste. Ach, jetzt ist ja mit Sat.1 zusammengekommen und deswegen muss man das ja zusammenrechnen. Ja, weil Sat.1 kriegt ja Soli-Zuschlag von ProSieben. Mm. Jeden Tag Begrüßungsgeld. Mm. Ja, aber wir fühlen uns wohl und wir sind eine große Familie. Und keine negativen Worte über meine Senderfamilie hier. Ich mag den Sender sehr gern, Sat.1. Ja, also schade, dass Baywatch nicht mehr läuft. Das fand ich auch noch. Aber ansonsten. Was willst du noch von mir? Was ist?
Ist das eine Eselsbrücke für dich, dass mein Name am Monitor steht? Ja. Oliver Geisen? Ja. Würdest du meinen Namen vergessen einfach? Nee, wir haben das prinzipiell jeden Tag, dass du die Namen so der Gäste... Nee. Es ist schon passiert, dass es kam Gäste, ich wusste nicht mehr, heißt der im Film so oder wirklich? Wir haben ja auch Gäste, die nur einen Tag, ich will nicht sagen leben, aber Stars sind. One-Hit-Wonder. Ja. Und es ist mir auch schon passiert, dass ich zum Beispiel den Chef der Plattenfirma draußen umarmt habe, weil ich dachte, es wäre der Gast. Und der Gast saß links. Oder ich habe zu einem Duo gesagt, wo ist der dritte Mann, weil ich im Video nicht begriffen habe, dass sie es nicht waren und so. Das sind natürlich Fehler, die sich im Laufe eines langen Berufslebens einschleichen. Das kann dir natürlich mit deinen... zwei Silbengästen am Nachmittag weniger passieren. Das heißt, hallo. Aber du hast auch so Gäste, wo man sagt, also eigentlich müssen die ein bisschen geschützt werden oder so? Vor sich selber? Geschützt? Du weißt doch, was ich meine, so zahnlos. Ich hab, so. Komm, nee. Du in der Hose! Ich hab, wer wollte denn abtreiben? Hätte ich's mal gemacht, ja? Wir haben ja angefangen vor 2 Jahren eine Talkshow ins Leben zu rufen, die denkbar ungünstig eigentlich gerade ins Leben gerufen werden sollte. Weil gerade zu dem Zeitpunkt hat man sich über diese Menschen in den Talkshows aufgeregt, ja. Die du gerade eben da so schön persifliert hast. Mittlerweile moderieren die ja selber. Hallo, jetzt aber genug! Nein, ich meine dich! Ich meine dich! Also, das ist unglaublich! Nein, das stimmt. Aber guck doch mal bei RTL 2 rein. Also diese blond gefärbten Stupis, die da diese Anrufnummer machen. Talks, ja, jetzt, nein, oder? Morgens diese Nummer, wo irgendeiner den Tresor aufkriegen muss oder so. Du guckst morgens früh schon RTL 2. Das ist ja verständlich. Ehrlich? Ja, wenn ich von der Schicht komme. Ja, natürlich. Was ist das Thema morgen in deiner Talkshow? Nee, entschuldige, wolltest du deine Gäste verteidigen? Die zu Recht natürlich. Und deswegen haben wir gedacht, irgendwie, es muss eine Talkshow eigentlich auch existieren können, wenn man nicht nur über diese Menschen auch dann tatsächlich sich so lustig macht. Weil es ist zum Teil ein Ausstellen auch gewesen und der Mann mit den 3 Beinen und mit den 4 Augen. Das ist auch ein bisschen Menschenverachtung. Muss ich sagen. Ja, und ich weiß, dass gerade du dafür auch ein Ohr hast. Deswegen kannst du das auch verstehen. 2. Ja. Und ja. Aber das wäre mal ein Thema für euch. Sprich lauter, ich habe nur ein Ohr. Haben wir schon gehabt. Hast du ja, aber ich meine schon mal einen zweiten Teil davon. Und deswegen haben wir gedacht, nö. Das geht auch anders, wenn du da also normal, in Anführungsstrichen normale Gäste hast und die versuchen wir dann zu finden. Ja. Weißt du, was das Thema morgen ist? Ja. Nämlich? Videotext, kannst du es gerne nachlesen. Morgen, wir haben, glaube ich, aus aktuellem Anlass das geändert, weil der Schnitt nicht fertig geworden ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, du weißt nicht, aber auch die Richtung? Ja, ich glaube, es geht um Ausländer. Ah, ja, um Ausländer. Mit Kopftuch irgendwas. Ein tolles, meine Frau trage. Fantastisch, ein wichtiges Thema. Und betrifft uns alle. Sehr wichtig in dieser Zeit, dass wir auch sagen, wir alle sind Ausländer, überall. Also nee, fast immer. Ja. Und wie heißt es so? Wir alle sind Ausländer. Es stimmt ja auch. Ja. Wenn man im Ausland ist, im Urlaub. Ja, wenn man machst zu Hause bleibt, natürlich nicht. Machst du Urlaub? Selbstverständlich. Wo? Italien. Ich finde ja, findest du es eigentlich gut, dass Berlusconi gewonnen hat oder nicht? Ich würde mir nie herausnehmen, ja, gut. Die Wahlentscheidung, eine demokratische Wahlentscheidung eines befreundeten europäischen Nachbarlandes wie unserer großartigen italienischen Nachbarn auch nur zu kommentieren. Ich finde ja... Also man macht sich immer nur Gedanken, finde ich, wie dieser Mann zu diesem Geld gekommen ist. Angeblich sind da ja 400 Millionen Mark irgendwo aufgetaucht, wo keiner irgendwie wusste, wo hat der Mann eigentlich die ganze Kohle her. Und ich finde das so ein bisschen vergleichbar mit, als wenn Neger-Kalle bei uns Innenminister werden würde. Und dass die Menschen auch wirklich ein bisschen Angst haben. Also diese Kombination Medien, Politik und Kohle, das alles in einer Person. Hat bei uns auch viele Jahre funktioniert. Mein Lieber, alles Gute. Viel Erfolg. Guten Feldbusch morgen. Ja, das ist meine Hand. Und ich hab dich lieb. Alles Gute, viel Erfolg. Komm wieder, meine Damen und Herren. Morgen Abend, Verona Feldbusch. Dankeschön, tschüss, gute Nacht.